Am 10. November 2016 fand in der Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer Magdeburg in Salzwedel die Präsidiumssitzung der Kammer statt. In dieser Sitzung wurden regionale Themenpunkte der Altmark besprochen, unter anderem der Ausbau der Verkehrsanbindung der Altmark sowie die Situation der Auszubildenden der Region. Nach Beendigung der Sitzung ging es gleich zum obligatorischen Pressefoto und in das folgende Pressegespräch. Hier wurden die schon besprochenen Themen für die Pressevertreter noch einmal vertieft, unter anderem das Problem rund um die B190N. Ein wichtiges Anliegen, welchem sich auch Adolf Fese verschrieben hat. Die Bundesstraße hat im neuen Verkehrswegeplan 2030 der Bundesregierung keinen Vorrang mehr. Das heißt, dass über einen schnelleren Bau der Straße auch erst in 14 Jahren beschlossen werden würde. Das ist ein absoluter Verstoß gegenüber dem Versprechen aus der Politik, denn im ersten oder dem vorherigen Verkehrswegeplan war ja diese Komplexlösung des Hosenträgers, der ja besteht aus den beiden Autobahnen und dieser Querspange, voll inhaltlich in den vordringlichen Bedarf drinne. Und wir werden in Zukunft weiter kämpfen darum, dass auch die B190N wieder in den vordringlichen Bedarf jetzt noch in diesem Verkehrswegeplan integriert werden soll. Von dieser verbesserten Infrastruktur würde auch Kreiburg Relastec in Salzwedel profitieren. Der Produzent hochwertiger Produkte aus Recycling-Gummigranulat lud die Präsidiumsmitglieder zu einer Werksbesichtigung ein. Empfangen wurden sie von Georg Stockhammer, der in einer kurzen Einführung den Betrieb und seine vielseitigen Produkte zu präsentieren wusste. Der Entschluss, sich nach der Wende in Salzwedel anzusiedeln, war damals eine strategische Entscheidung. Damals ist die Entscheidung für Salzwedel gefallen. Das war kurz nach der Wende einfach und wir hatten damals die Meinung, diese blühenden Landschaften, was versprochen worden sind, dass die also auch tatsächlich eintreten. Und dann ist die Aussage damals gemacht worden, ja, es ist ein sehr, sehr großer Nachholbedarf hier in den neuen Bundesländern für Bauprodukte. Und aufgrund dessen ist dann die Entscheidung gefallen, dass wir gesagt haben, ja, wenn da ein riesiger Nachholbedarf ist an Bauprodukten, dann wollen wir doch versuchen, dort auch ein Werk aufzubauen. Und so sind wir hier zu Salzwedel gekommen. Nun ging es zur Führung durch das Werk. Hierbei konnte das Präsidium sich einen umfassenden Einblick in die Produktion der Gummiprodukte von Kreiburg verschaffen. Das hochmoderne Werk weiß durch seine großen Maschinen und Waren zu begeistern. Zum Schluss wieder ein schnelles Foto und dann ging es schon weiter zur Abendveranstaltung. Eingeleitet wurde sie durch einen musikalischen Beitrag der örtlichen Musikschule. Weiter ging es mit dem Vortrag von Finanzminister André Schröder. Dieser stellte den vorläufigen Entwurf des Finanzhaushaltes des Landes Sachsen-Anhalt vor. Ein wichtiger Punkt darin ist der Netzausbau der Region Altmark. Ja, wir haben eine Wirtschaftsförderung, die müssen wir an die aktuellen Herausforderungen anpassen. Wir müssen die Ressource Raum nutzen. Ländliche Räume sind nicht so überfrachtet, haben nicht die Überhitzungsprobleme von Ballungsgebieten in den alten Bundesländern. Wir müssen diese Ressource Raum nutzen, wir müssen Fachkräfte ermöglichen, hier zu leben. Und wir müssen diese Flächen auch mit einem entsprechenden Infrastrukturanschluss versehen. Und da ist ein wichtiges Thema zu nennen, das ist die Digitalisierung. Wir brauchen schnelles Internet, auch in der Altmark und gerade in der Altmark, und wollen deswegen auch hier die Förderung erhöhen. Nach Abschluss seines Vortrages ging es zum Erfahrungsaustausch. Hier wurde weiter diskutiert. Vielleicht auch schon der neue Schlachtplan, um für den schnellen Bau der B190N zu werben.